Möchtest du dich selbstständig machen? Dann gibt es ein paar Dinge, die du unbedingt kennen solltest und die du ehrlicherweise weder in der Schule noch in der Uni jemals gehört hast. Und ich spreche da aus persönlicher Erfahrung. Als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, da war ich gerade volljährig, habe ich erstmal die ersten 2 bis 3 Jahre Steuern hinterzogen. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich bestimmte Dinge einfach nicht wusste. Und natürlich ist mir das später auf die Füße gefallen, ganz ehrlich. Und so wie mir geht's ganz, ganz vielen Selbstständigen. Die ersten 3 Jahre, da geht es meistens noch ganz gut. Und nach 3 Jahren kommt dann der Hammer und die erste große Steuernachzahlung inklusive nachträglicher Vorauszahlung, die schlägt zu. Es gibt einen Grund, warum statistisch gesehen über 90% der Unternehmen nach ungefähr 3 Jahren nicht mehr existieren. Einer der Hauptgründe dafür sind Steuern, also die ersten großen Steuernachzahlungen. Und dann verschwinden plötzlich Unternehmen. Und das passiert dummerweise nicht nur erfolglosen Unternehmen, sondern gerade den erfolgreichen Unternehmen. Weil wenn du erfolglos bist, dann verdienst du nichts und zahlst halt auch keine Steuern. Aber wenn du erfolgreich bist, dann musst du deine Steuern im Blick haben. Und ich habe mir überlegt, dass ich ein Gründungsseminar entwickle. Und in diesem Gründungsseminar lernst du alles, was du als Gründer wissen solltest. Wenn du dich in Deutschland selbstständig machen solltest, gibt es Dinge, die du wissen solltest. Und in diesem 12-Wochen-Programm lernst du alles. Und das ist jetzt auch kein, ja, Kurs, wo du lauter Videos anschauen musst, sondern wir haben 12 Wochen lang jede Woche 60 bis 90 Minuten live miteinander. Du, eine kleine Gruppe, maximal 50 Leute und ich. Und dann gehen wir wirklich systematisch alle Themen durch, die du im Blick haben solltest. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Kleinunternehmerregelung. Wie stellst du deine Rechnungen? Wann stellst du eigentlich Mahnungen? Wie machst du das mit der Buchhaltung? Welche Kosten kannst du absetzen? Wie wird aus deinen Einnahmen und den Ausgaben irgendwann die Einnahmenüberschussrechnung, die Bilanz und letztendlich auch deine Steuererklärung? In welchen Tools machst du das eigentlich? Das schauen wir uns an. Also ich teile den Screen und du kannst mir Schritt für Schritt dabei zugucken, wie die Arbeitsprozesse und die Workflows in den Tools aussehen und welche Tools sind dafür eigentlich die richtigen und welche Fehler gibt es am Anfang eigentlich in der Gewerbeanmeldung oder in der steuerlichen Registrierung, die du vermeiden solltest. Und dann gibt es neben dem ganzen Thema Steuern noch den riesengroßen Komplex Versicherung. Denn die Krankenversicherung ist mindestens genauso gefährlich wie die Steuern. Und natürlich, wie managst du dann deine Selbstständigkeit, Kontenmodell, gewisse Routinen und so weiter. Und letztendlich natürlich auch, wie kannst du deine Steuerlast optimieren? Es geht jetzt hier nicht darum, dass ich dir erzähle, dass du am besten nach Dubai oder nach Zypern auswandern solltest, sondern was kannst du als normaler, seriöser Selbstständiger oder Selbstständige in Deutschland tun, um nicht, ja, das ganze Geld ständig ans Finanzamt zu überweisen. Da gibt es nämlich durchaus ein paar Dinge, die ja jeder kennen sollte. Und über all diese Themen sprechen wir innerhalb von 12 Wochen. Los geht es in der ersten Oktoberwoche. Du bekommst nicht nur den Zugang zu diesen Live-Sessions, sondern natürlich auch alle Aufzeichnungen, alle Präsentationen, ein Skript zu jeder einzelnen Session. Dann schauen wir uns natürlich unglaublich viele unterschiedliche Tools an. Also es gibt Berechnungstools und so weiter und Vorlagen. All diese Tools und Vorlagen, die bekommst du auch. Und das Ganze ist quasi mein, ja, ich würde mal sagen, mein Handwerkskoffer, mit dem du erfolgreich in deine Selbstständigkeit nicht nur starten kannst, sondern auch langfristig bestehen kannst. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das mache. Ich habe in diesem Jahr schon 2 Durchläufe gemacht. Das heißt, knapp 100 Selbstständige haben diesen Kurs schon durchlaufen. Ich habe diesen Kurs Stück für Stück an die Bedürfnisse und an die Fragen der bisherigen Teilnehmer angepasst und das Feedback ist auch ausnahmslos positiv. Ich blende dir jetzt einfach mal ein paar Meinungen ein. Stopp gerne das Video, schau sie dir einfach an. Wenn du eine Beratung mit diesen Inhalten bei einem Steuerberater oder aber bei einem Gründungsberater buchen solltest, dann landest du ganz schnell bei 20 bis 25 Stunden
Beratung. Und jetzt kannst du den Stundensatz ausrechnen. So ein Steuerberater nimmt schnell mal 200 Euro die Stunde. Das heißt, wir sprechen von 4.000 bis 5.000 Euro an Kosten, die du hättest, um dieses Wissen und dieses Know-how dir anzueignen, indem du einfach ja eine 1:1 Beratung buchst. Was du dann allerdings nicht hast, sind die ganzen Vorlagen, die ganzen Werkzeuge, meistens auch nicht die Software-Einweisung und vor allem auch nicht das Netzwerk. Denn wir sind ja eine kleine Gruppe und wir tauschen uns auch untereinander aus. Das heißt, es gibt nicht nur diese Live-Sessions, sondern es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, da kannst du dich mit den anderen Teilnehmern austauschen, natürlich auch mit mir. Und wenn du mal spontane Frage hast, dann machst du einfach ein Foto oder dann schreibst du kurz eine Textnachricht oder schickst eine Sprachnachricht in diese Gruppe und dann wird dir da geholfen. Entweder von mir, wenn es steuerliche, buchhalterische Themen sind, oder aber von den anderen, wenn es einfach nur um Feedback geht. Und ich möchte für diesen Kurs natürlich keine 4.000 bis 5.000 Euro haben, weil ich natürlich auch einen gewissen Effizienzgewinn dadurch habe, dass es ein Kurs ist und ich mit ganz vielen Leuten gleichzeitig arbeiten kann. Und deswegen gibt es diesen Kurs jetzt limitiert auf 50 Plätze für 600 Euro plus Umsatzsteuer. Diese 600 Euro kannst du noch einmal reduzieren um 100 Euro mit dem Code STEUERFIT. Und zwar noch bis zum 2. Oktober 2024. Wenn du also das Jahr 2024 noch zu deinem Jahr machen möchtest, dich selbstständig machen möchtest, damit du dann ab dem nächsten Jahr wirklich auf eigenen Beinen stehen kannst, dann klick jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und melde dich zu dem Gründungsseminar an. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib gerne deinen Kommentar im Kommentarbereich und ich helfe dir da gerne weiter. Ich hoffe, wir sehen uns auf der anderen Seite.